Ich werde es immer, ich werde es nie lernen, oder? Ich habe wieder mal vergessen, das Mikrofon einzuschalten. Also, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Doomsday für YouTube. Das ist jetzt die fünfte Folge. Und hier auf Twitch geht es natürlich weiter. Mit der Let's Play Session 2 zu Resident Evil 4, dem Remake. Und in der letzten Folge haben wir uns am See die Sachen geholt, um jetzt den Schlüssel für die Kirche zu holen. Und da werden wir jetzt weitermachen. Ich verstehe nicht, warum ich es nicht immer check. Ich vergesse jedes Mal mein Mikro wieder einzuschalten. Ich glaube, ich sollte das mal andersrum drehen, damit ich das Lämpchen sehe. Das wäre, glaube ich, eine gute Idee. Ja, ich habe es auch noch mitgekriegt. Nicht wie bei Metro damals, wo ich die ganze Folge vergessen hatte, mich zu entstummen. Egal. Viel Gelaber, wenig Sinn. Machen wir jetzt weiter mit Resident Evil 4, dem Remake auf der PS5. Und was gibt's noch zu sagen? Die Aufnahme läuft. Für YouTube. Dann, let's go. Dann muss ich wieder Boot fahren, ne? Ich muss ja jetzt darüber. Okay. Ja. Boah, ja, was gibt's da zu sagen? Also jetzt nach, keine Ahnung, 3 Stunden? Ne, 5 Stunden ganz und gar. Kann ich sagen, das Remake ist gelungen. Ich find's sehr gut. Aber was soll man auch anders erwarten, weil das Remake zu Teil 2 und 3. Wobei Teil 3 war ein bisschen schwach. Da hätte man mehr rausholen können. Aber von Resident Evil 2. Zucker. Und das hier gefällt mir auch sehr gut. Oh, jetzt holen wir uns mal die Schlüssel für die Kirche und dann kommen wir dann zum nervigen Part mit Ashley. Die Köpfe müssen hier rein. Oh, habe sogar einen richtigen Kopf ausgewählt. Oder ist das egal? Kircheninsignie. So, ich denke mal, der Turm müsste laufen. Ja. Spiel müsste auch laufen, alles gut. Ich muss hier mal so ein bisschen gucken. Wie gesagt, ich habe hier mal ein bisschen was geändert. Ist so ein bisschen. Kann das sein, dass ich meine Stimme etwas zu laut ist? Wenn ich normal rede? Ja, ein bisschen. Ah, ein bisschen runter. So. Gut. Dann müssen wir jetzt zur Kirche. Condor One an Basis. Hab den Schlüssel für die Kirche. Verstanden. Dann schnell zu Baby Eagle. Ja, reden wir später. Ich mach mich auf. Condor One Ende. Also müssen da mit dem Boot wieder fahren. Leon sieht aus. Das heißt, wir müssen aber andersrum. Komm ich von hier her? Ja. Das ist da, wo der eine Typ oben da rumgelaufen ist, ja. Oder? Nee. Doch nicht da. Ich meine, ja, wir haben ja noch Munition gefunden. Aber hier geht's gar nicht weiter. What? Wait, wie komme ich denn jetzt zurück? Oder kann ich den Weg jetzt wieder gehen? Was anderes würde mir jetzt nicht einfallen. Dann fahre ich mal zur Siedlung wieder am See hoch.
Weil hier geht's offenbar nicht weiter. Oder? Ist hier nicht auch, wo ich das runter... Ah ja, das war hier das. Aber von hier komme ich nicht hoch. Dann muss ich doch hoch. Zum See, zur Siedlung. Na gut, dann fahren wir mal da hoch. Es sind noch überall PC-Dos verteilt. Aber wieso kann ich die Harpune noch benutzen? Das verstehe ich nicht. Ja, ich muss wahrscheinlich hier lang wieder. Können wir gleich mal die neue Pistole ausprobieren. Ah, da habe ich leider den Schlüssel nicht. Aber hier unten war ich schon drin, oder? Geht's gar nicht rein. Was ist denn das? Okay. Jetzt hat er Kopfschmerzen. Zwei Schuss? Oh. Wow. Oh, da gibt mir sogar gleich ein Messer wieder. Oh, wait, warte mal. Da war ich da auch noch nicht drin. Was gibt's denn hier noch? Ein Auftrag. Yay. Riesengefallen. Würde mir jemand einen riesigen Fisch aus dem See fangen? Fischtran. Kann man einfach immer gebrauchen. Das Foto sollte die Suche erleichtern. Das ist da unten neben dem... neben dem Bootshaus. Okay. Wo geht's hier hin? Hallo? Nein, das ist nicht Ashley. Was geht hier vor? Wo komme ich denn hier hin? WTF? Altar im Wald. Okay, das ist neu. Kleiner Schlüssel. Ich kann jetzt doch noch die Kiste da, die Schublade öffnen da oben. Es lohnt sich halt auch mal richtig rumzugucken. Ohne grünes Kraut, ich höre. Geil! So viele Möglichkeiten hier. I like it. Wer knurrt? Hier knurrt jemand. Okay.
Als ob. Och, lad doch nach. Los, komm, mach die Tür auf. Kann man auch ein bisschen Scharfschützengewehr benutzen. Benutzen wir noch nicht so oft. Haben wir noch nicht so oft benutzt, darum. Jetzt verwandeln sich schon die Hunde in diese komischen Viecher, ey. Moment mal, das nervt. Und trotzdem schieße ich daneben. Sag mal, was ist hier kaputt? Kleines A-Loch, ey. Warum das jetzt? Das übersehen wir jetzt einfach mal, okay? Wo ist der Eingang? Hier. Goldblättchen. Was ist das wert? 10.000. Und ich sage, am See haben wir jetzt hier eigentlich alle Schätze. Ja, geil. Finde ich gut. Alles klar. Dann gehen wir jetzt zur Kirche. Ich vermute mal, ich muss hier lang. Anderen Weg wüsste ich jetzt nicht. Wenn die Dinger Schaden verursachen würden, ich wäre schon so oft an die Dinger draufgegangen, ey. Gibt's noch irgendwas Neues? Nein. Halt. Ich habe ja noch die Mission mit dem Fisch. Die würde ich auch gern machen. Was habe ich denn noch? Oh, da gibt's aber noch viele Missionen. Ja, wie gesagt, ich lasse mir Zeit bei dem Spiel. Hat zwar gedacht, dass ich es heute eventuell noch durchkriege, aber naja. Gibt ja noch andere Tage. Ich meine, der Stream ist noch lange nicht zu Ende. Aber muss irgendwo hier in dem Bereich sein. Ja, da, oder? Riesenbarsch. Ist das jetzt für die Mission? Ja. Über 45 cm Länge. Was ist das denn? Also nur ein kleiner. Voll daneben. Das muss der gewesen sein. Könntest du jetzt mal das Ding da einsammeln? Ah ja, das war der.
Gut, dann können wir jetzt weiter. Wird aber auch nicht markiert, oder? Fortschritt 0 von 1. Das ist ja ein Riesenbarsch. Heißt ja auch Riesenbarsch. Muss ich nur verkaufen. So, da drin haben wir alles. Aber ich muss sagen, der Regen sieht nicht schön aus. Also, da haben sie sich nicht viel Mühe gegeben. Okay, ich komme hier nicht lang. Wie komme ich dann zur Kirche? Beim Händler hoch. Ich weiß. Es ist mir wieder eingefallen. Ich muss beim Händler den Weg wieder lang. Habe ich noch nicht drauf gesetzt. Geht gar nicht. So, da geben wir mal die Mission ab. Hallo Fremder, willkommen. Ich habe nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Die kann man verkaufen? Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Ich glaube, weil ich den nicht mehr brauche. Wollte ich sehen. Oh, gute Arbeit. Kann ich sonst noch etwas für... Wenn fällt du noch was, grad was auf. Hast, solltest du dich besser drum kümmern, bevor du da lang gehst. Du willst dich doch nicht den Rest deines Lebens fragen, was wäre wenn, richtig? Also er sagt jetzt auch nochmal, wir sollen nochmal richtig gucken, ob wir alles gemacht haben. Aber ich will gerade mal gucken, das Kampfmesser. Wenn ich das repariere, hält das doch bestimmt länger als Küchenmesser. Willkommen. Geh sorgfältig damit um, okay? Das kann man sogar verbessern. Na dann. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremder. Auf die Details kommt's an. Wirst schon sehen. Cool. Jetzt bin ich wieder pleite. Aber ich hab nur die angenehm. Brauche ich den jetzt noch oder brauche ich den nicht? Ah ja, er hat ein Häkchen. Also ich brauche ihn nicht mehr. Dann kann ich ihn auch verkaufen. Willkommen. Ich speichere trotzdem vorher nochmal. Wie du meinst, Fremder. Nicht, dass es doch ein Fehler ist, aber ich glaube nicht, weil wenn Häkchen da ist, ist er fertig. Danke. Robin. Und ansonsten bin ich eigentlich im Moment zufrieden. 10.000, ey.
Wieso gibt das mehr als das? Ob Rubine oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. Aber wir entscheiden, was es uns wert ist. Oh ja, damit kann ich definitiv was anfangen. Wäre das dann alles? Ja. Den schwarzen Koffer hätte ich gern noch, aber da brauche ich noch 4. Hochleistungs-Zielfernrohr sind eine feine Sache. Man kann damit heilen, töten, einfach ankommen, jederzeit wieder. So, wir gucken jetzt nochmal nach. Wir haben ja jetzt hier alles gemacht. Was war das? Also ist die Kirche, genau. Ich sehe keine Schätze mehr, außer hier oben, aber da war ich noch nicht. Ja, ich denke mal, den See haben wir geklärt. Wir haben alle Schätze geholt, alles Lootbare. Müsste fertig sein. Ah, brauchst du noch Schubladenschlüssel? Ah. Oh, hier liegt noch Pistolenmunition. Aber ja, soweit haben wir alles. Sagt Munition. Ah. Oh, das ist aber auch groß, das Messer. Tja. Bin mal gespannt auf die Haltbarkeit. Dann ab zurück. Soll wieder alles voll Gegner sein, wa? Oh nein, das Trollgebiet. Das riecht nach Trollboss. Ah, es speichert schon. War klar. Shit. Treff das mal. Macht doch, glaube ich, kaputt die Hütte. Ja. Das kann ich nicht ausweichen. Das finde ich schade. Unser Freund. Hey, ist doch der Hund.
getroffen. Scheiße, Mann. Beinahe wäre ich als Briefmarke geendet. Okay. Jetzt aber zur Kirche. Wo ist der Wolf? Ich höre den Wolf irgendwo. Danke, Kumpel. Wo ist er? Da! Ja, hätte man ihn am Anfang nicht geholfen aus dieser Bärenfalle, dann hätte man den Kampf jetzt ohne ihn gemacht. Er hat halt dafür gesorgt, dass der Troll abgelenkt war. Und Dankeschön. So, wo kam denn der Troll raus? Gab's da auch noch was? Was ist das? Liegt noch ein Messer. Als ob ich es gewusst hätte, dass der Kampf jetzt kommt, habe ich natürlich erstmal schön das Messer verbessert. Nein, ich wusste es nicht. Erst als ich das Gebiet gesehen habe, wusste ich, dass der Kampf jetzt kommt. Hier war das, wo er rauskam, aber... Na doch, guck mal rein. Ah, lecker. Zuchttagebuch. 6 Monate, seine Zähne kommen gerade erst durch und doch schiebt es sich alles in seine Nähe in den Mund. Es kann noch nicht laufen, hat aber ein Hund im Ganzen verschlungen. Jetzt kann es weitergehen. 9 Monate, es überragt mich bereits, doch es wächst weiter. Das Gemeindehaus wird ihm zu klein. 10 Monate, selbst nachdem ich in den Steinbruch gebracht habe, wächst es noch. Mittlerweile verschlingt es eine Kuh in nur 3 Tagen. 13 Monate, es kann mit unserer größten Axt herumwedeln wie mit einem Zweig. Und heute hat es beinahe einen der Männer aus dem Dorf verschlungen. Es bekommt nicht genügend Futter. 17 Monate, es ist nur wenig Kühe übrig. Wenn das so weitergeht, verhungert das ganze Dorf. Wir haben bei der Burg um Hilfe gebeten und sie haben die Kreatur mit einem Zauberspruch in Schlaf versetzt. Hoffentlich wacht sie so schnell nicht wieder auf. Ja, und er hat es halt geweckt. Pfui. Oh, wir müssen jetzt da lang. Ah, harter Gegner. Ich weiß, dass es noch einen gibt, aber da musste man, glaube ich, im Original wegrennen. Glaube ich. Aber ich habe über 100 Schuss. Das sehe ich ja jetzt erst. Krass. Das ganze Zeug, ja. Oh. Kann ich was herstellen? Ich hätte gern Schrotflintenmunition. Dann auf zur Kirche. Und Ashley holen. Yay, da freue ich mich schon sehr drauf. Hier noch was? Nö. Kann der Regen eigentlich irgendwann mal aufhören? Hm. Ist mein Mikro eigentlich so hoch? Außen wird es dunkel. Warum? Naja. Im Spiel ist es ja auch dunkel. Nee.
wird laut. Für ihn war es das. Muss ich unten rein? Eigentlich ja nicht, ne? Aber wir können ja nochmal speichern. Ah, leider fehlt mir der Schlüssel. So, dann ab in die Kirche. Oder ist hier noch irgendwas anderes? Die Kiste? Oder könnten wir jetzt... da brauche ich Durchbruch. Da ist noch ein Wegschrein. Machen wir jetzt nochmal einen kleinen Abstecher. Zu dem Wegschrein hier. Ich sage ja. Spiel sagt nein. Why? Warum kann ich da nicht lang? Ist doch blau, ist doch offen. Frech. Na gut, dann nicht. Baut sowas. Ah. Ashley Graham? Ach, das Lichträtsel. Ich will dir helfen. Was will ich mit Bolzen? In der Kirche nach Ashley suchen. Ich hab diese Waffen doch gar nicht. Scheibe. Ah. Jetzt kommt ein sogenanntes Lichträtsel. Keine Ahnung, was mit der Munition soll. Doof. Ich war eigentlich immer der Meinung, dass Resident Evil nur die Munition gibt, wo man auch die Waffen dazu hat. Aber Spiel sagt sich, nö, hier nicht so. Was ist das? Ach so. Ist das so irgendwas? Kleiner Schlüssel. Ernsthaft? Macht das Spiel doch mit Absicht. Aber kommt mir ja nur zugute. Ach so, warte mal. Wir haben doch jetzt hier gelben. Zwei Farbenbonus. Jetzt brauche ich noch einen blauen. Dann werden wir nochmal speichern. Wie oft ich speichere, ist mir beim ersten Mal eigentlich sowas von egal, ey. Aber wenn es natürlich die... dein Ranking wahrscheinlich runtertreibt am Ende. Egal. Im zweiten Durchlauf wird eh alles anders. Dann kippt man das Spiel ja. So. Mal gucken hier. Warte mal, gab es nicht auch einen Indikator, wie es sein muss? Anscheinend nicht. Hä?
So. Passt doch. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt muss natürlich das Symbol dann da auch erkennen. So macht das natürlich mehr Sinn. Gecheckt. Damals musste man das mit drei Scheinwerfern machen, im Original. Ashley, bist du hier? Gibt's noch einen Schatz? Ashley? Ashley Graham, bist du hier? Lass mich gehen! Hör zu! Beruhig dich! Ich bin Leon. Ich bin auf Befehl des Präsidenten. Er sieht sehr böse aus. Dem Outfit machst du keinen guten Eindruck. Du musst mir zuhören. Was ist das? Da drüben? Ergreift sie! Die Schäflein entkommen. Bringt ihren Seelen Erlösung. Das war's mit Kapitel 4. Okay. Weiter geht's. Tun. Dein Vater vertraut mir. Und du musst mir auch vertrauen. Er hat Charlie Garn. Tun, was ich sage. Ich bring dich nach Hause. Okay. Okay, Leon. Also gut. Lass uns von hier verschwinden. Okay. Oh. Okay. Das übersehen wir jetzt mal, okay? Kommt die hoch, ne? Okay, ich muss eh nicht gegen die kämpfen. Die Leiter. Ich? Okay. Ich bin mal gespannt, ob es da auch so nervig ist wie damals im Original. Sie zu beschützen war. Ja. Was jetzt? Hier geht's nicht raus. Kann man ja auch Befehle erteilen? Minenaufsetzer. Für die Bolzen. Eine Sprengladung zur Anbringung an Bolzen. Ja. Ja, mit Sprengladungen ist der Bolzen gleich schon wieder interessanter geworden.
Ehrlich gesagt. Ist irgendwas? Nein. Nee, oder? Ist okay, ich fang dich. Komisches Outfit an. Hey, vertrau mir. Dammit! Ich habe den Schatz vergessen. Wir müssen nochmal rein. Müssen wir sie alle umlegen. Basis, Baby Eagle ist jetzt bei mir. Verstanden. Geht es hier gut? Positiv. Gute Arbeit, Condor. Ich schicke dir ein Heli auf den Weg. Ich sende dir die Koordinaten für die Bergung. Geht dorthin. Und pass auf, dass Baby Eagle nichts passiert. Verstanden. Ja, jetzt müssen wir auch da hoch. Okay. Aber. Wie gesagt, es ist gefährlich. Bleib dicht bei mir. Wir müssen jetzt nochmal Action machen. Ich muss nochmal hoch. Kommandos für Ashley. Enge, lose Formation. Mit R3 wechseln sie zwischen enger und loser Formation. In der engen Formation bleibt Ashley dicht bei Leon, was vor allem dann vorteilhaft sein kann, wenn sie an Gegner vorbeirennen. Kommandos für Ashley. R3 wechseln sie zwischen enger und loser Formation. In der losen Formation lässt sich Ashley hinter Leon zurückfallen. So kann verhindert werden, dass sie Schaden durch Gegner nimmt. Okay. Einige. Es geht los, bleib hinter mir. Oh Gott, diese Leute sind doch nicht normal. Echt in der Nähe des Gegners. Der Gegner wird versuchen, Ashley zu greifen und wegzutragen. Ja. Au. Leon. Okay. Das war hart. Es geht los, bleib hinter mir. Oh Gott, diese Leute sind doch nicht normal. Weit sehen tun sie nicht. Ich muss noch mal rein. Wir haben ja genug Munition. Verdammt, war klar.
natürlich. Wie viele denn noch? Mann, du bist zu klein. Einiges an Munition verballert, aber okay. Hauptsache der Schatz ist es wert. Naja, ist nur ein... Verletzt? Naja. Nein, danke. Wäre wenigstens blau gewesen. Dann hätte es sich wenigstens gelohnt. Naja. So, wir müssen jetzt auf den Friedhof. Und hier erstmal wieder Händler. Hast du den Windzug gespürt, mein Freund? Ich muss sagen, wenn man durch das Zielfernrohr guckt, wird die Grafik echt matschig. Komisch. Naja. Haben neue Kisten hingestellt. Ah. Können wir eigentlich eine Dings machen? Natürlich reicht's nicht für eine. Boah, haben einfach nur Geld reingetan. Hier war nichts mehr. Nee. Okay, du kannst. Hierher. Okay. Haben wir das mal zum Händler geschafft. Ich hab neue Ware auf Lager. Komm, wirf einen Blick. Hast du einen neuen Koffer? Das wäre nett. Oh, das mache ich schon selbst mir. Willkommen! Na dann, was kann ich für dich tun? Deine Kohle oder dein Leben? Die Entscheidung sollte dir leicht fallen. Im Grab bringt dir dein Ganze eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Eine gut eingestellte Waffe kompensiert mangelndes Können, Partner. Hier, wie du es haben wolltest. Aber einfach so reparieren geht nicht. Nee. Ich hab nur die Feinde. Komm jederzeit wieder. Oh, eine neue Mission. Jemand muss sich um den wilden Köter kümmern, der im Dorf sein Unwesen treibt. Er sieht nicht wie ein normaler Hund aus, sollte also leicht zu identifizieren sein. 8 Stück? Geil. Haus des Dorfvorstehers. Wo war denn der? War das nicht hier oben? Da muss ich da hin. Ah, ne, da unten. Ah, da sieht man es auch. Vorsicht vor dem Hunde.
Bosskampf. Ah, gut. Sieh dich um, dir fällt mit sicher. Noch eine Nebenmission habe ich nicht gerne. Halt was ins Auge. Hey, können wir eine Pause machen? Sorry, ist leider nicht drin. Verstehe. Du willst deine Pause machen? Wir müssen jetzt erstmal hier hin, weil jetzt habe ich endlich dich, jetzt komme ich ja endlich mal rein. Und da werden wir jetzt auch mal hingehen. Hannigan hatte recht mit dem Wetter. Oh, jetzt ist alles voll von den Typen. Danke, Ashley, für den Tipp. Hätte sie mich jetzt nicht gewarnt, hätte der mich erwischt. Geht einem ja irgendwann die Muni aus, ey. Handlungsunfähige Ashley. Wenn Ashley in einem Angriff ausgesetzt ist, wird sie vorübergehend handlungsunfähig. Wird sie in diesem Zustand erneut angegriffen, stirbt sie. Okay? Ja, nichts passiert. Uiuiui. Oh, sehr gefährlich. Mein Gott. Hey, alles klar bei dir? Ja, das. Hier ist auch noch ein Schatz. Danke. Komme ich da überhaupt noch hin? Sieht nicht so aus, oder? Ach, das ist hier in dem Haus? Geh etwas zurück. Ich wollte ja drei drücken zum Gleichen. Wo ist sie hier, Schatz? Das ist doch kein Schatz. Verarscht mich hier was? Schatz. Hier.
Gut, jetzt können wir nochmal zu der Hütte gehen. Wo ich seit Anfang des Spiels nicht rein konnte. Hier rüber! Komm mal her. Mach von drüben für mich auf, okay? Okay. Danke. Oh, Schatz. Eleganter Armreif. Roten und einen gelben. Aber der hat nur zwei Plätze. Können wir da auch zwei gelbe? 22,8. Na dann zwei gelbe. Macht mehr Sinn. Gut. Dann heißt es als nächstes runter zum Dorfvorseher. Aber ja. Diesen Bosskampf seht ihr auf YouTube dann in der nächsten Folge. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr da einschaltet. Und ja. Auf Twitch geht's jetzt weiter. Bei YouTube sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein!